Also mach Platz, der Glotzkast. Hallo, hello, na hallo Marsch. Ich bin's, der Typ, der vor einiger Zeit einen halbstündigen Solo-Podcast im Rahmen des Glotzkasts aufgenommen hat, damals groß angelegt herumtönte und meinte, ja, das wird er jetzt vermutlich regelmäßig machen. Das war vor 30 Wochen oder sowas in der Richtung. So viel zu meinen Vorhaben. Die werden ja eh nie irgendwas. Ich sollte einfach die Fresse halten. Jedenfalls bin ich jetzt aber mal wieder hier. Man kann gleich Folgendes sagen. Das wird ein sehr, sehr Podcast werden wahrscheinlich, denn ich hatte keine Ahnung, wozu ich irgendwas aufnehmen soll. Also habe ich den werten Frank gefragt, was bist du der Meinung? Worüber müsste ich jetzt sofort einen Podcast aufnehmen? Und da meinte er, das große John Carpenter Special. Ist ja auch naheliegend. Wir bewegen uns zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zu Halloween hin. Und jetzt bin ich hier und muss gleich mit einem ganz, ganz tragischen Geständnis aufwarten. Also, ich finde John Carpenter nicht scheiße. Ich war aber auch nie so ein derart devoter Fan von ihm gewesen, dass ich jetzt hier sagen könnte und sagen, dass ich jetzt hier sitzen könnte und sagen, da fülle ich euch jetzt anderthalb Stunden aufwärts. Erstens habe ich keine Lust, anderthalb Stunden alleine zu quatschen. Das wird sehr schnell langweilig. Und zweitens, es wird dem Ganzen ein wenig an Enthusiasmus mangeln, befürchte ich jetzt einfach mal. Aber jetzt sind wir halt gemeinsam hier drinne. Da müssen wir halt sehen, wie wir da wieder rauskommen. Ich bin jetzt ein bisschen faul. Ich habe bei Letterboxd die Liste mit den Filmen rausgesucht, bei denen er Regie geführt hat. Und an denen hangel ich mich entlang und mal gucken, was dabei rumkommt. Fangen wir mal an. Sein erster Film heißt wohl Captain Voyeur. Der stammt aus dem Jahre 1969. Sieht aus wie so ein typischer, ich hole ein paar Freunde zusammen und wir machen mal einen Film. Film, so wird es wohl auch sein und ich habe ihn nie gesehen. Ich habe auch nicht vor, das zu ändern, denn warum? Diese Erstlingswerke, das finden ja viele Leute immer so total faszinierend, diese Erstlingswerke von irgendwelchen später großen Regisseuren. Ich habe mir ein paar von denen angeguckt. Die einzige Person, die mich da ein bisschen beeindruckt hatte, war David Lynch, der damals schon eine ziemlich klare Vorstellung von dem hatte, was er machen möchte. Aber ansonsten immer dieses, da sieht man schon irgendwelche Motive. Das sind meist halt Amateurfilme. Komm mal drauf klar, meine Güte. Das ist, nur weil der Typ später irgendwas Tolles gemacht hat, heißt das nicht, dass von Anfang an das Genie da gewesen ist. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, um mal diese völlig abgedroschene Phrase zu verwenden. Demzufolge, Captain Voyeur, keine Ahnung, werde ich nicht gucken. Aber den nächsten Film dann schon. Den habe ich geguckt. Und das ist Darkstar aus dem Jahre 1974. Wohl der Film, der dafür gesorgt hat, dass Dan O'Bannon, weil er bei irgendwelchen Special Effects Sachen so oft auf dem Rücken liegen musste, dass das Ding kaputt gegangen ist oder es war sein Magen, ja genau, die eine oder die andere Seite, irgendwas ist da bei diesem Film bei ihm kaputt gegangen und das hat wohl zu seinem relativ frühen Tod geführt, so zumindest die Gerüchteküche. Wer war Dan O'Bannon? Drehbücher zu, ne, halt, zu Darkstar, er spielt da, wenn ich mich recht entsinne, sogar mit, oder? Ah, seht ihr, hier bin ich. Schon bin ich hier. Ich habe keine Ahnung von dem Sujet, aber ich rede, ja, ich spiele auch mit und der war halt auch für das Drehbuch, wenn ich recht entsinne, mitverantwortlich. Ja, mit John Carpenter zusammen und hat da halt auch mitgeholfen bei den ganzen Dreharbeiten und das hat ihn dann später vermeintlich das Leben gekostet. Also der war später ziemlich körperlich am Arsch. Halt auch Drehbuch zu Alien und Regisseur von Return of the Living Dead zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, um den soll es jetzt ja gar nicht gehen. Darkstar. Ich kann zumindest noch sagen, wie ich damals auf Darkstar gekommen bin. Und zwar, das ist, es gab in meiner Kinder- und Jugendzeit, da gab es ein Spiel auf dem Amiga, das hieß Mad TV. Und bei Mad TV musste man einen kleinen Fernsehsender managen. Das war so ein Wirtschaftssimulatorspiel. Die sind in Deutschland eine Zeit lang richtig beliebt gewesen. Und das hatte so einen gewissen comic-mäßigen Ansatz. Man musste auch, um das Programm zu füllen den ganzen Tag, konnte man dann ins Archiv gehen und Filme kaufen. Und dort hatte man halt eine unzählige Anzahl an Filmen, die man auswählen konnte und halt im Programm platzieren. Und darunter war auch Darkstar. Und das war ein Film, den kannte ich nicht. Die Inhaltsangabe, die dort stand, die klang ganz interessant.
Also bin ich dann damals zu meinem Onkel noch hingegangen, der eine recht große Videosammlung hatte. Natürlich alles Originale. Der gute Mann ist mittlerweile allerdings auch tot. Ach scheiße, war kopiert. Könnt ihr versuchen, ihn zu verklagen. Ich glaube, da werdet ihr nicht mehr viel bekommen. Und da war halt auch Darkstar drinne, den habe ich geholt. Und von dem war ich recht angetan. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt 2001 noch gar nicht, auf dem das Ganze ja eine mehr oder minder Parodie ist. Also Darkstar ist ein Film, der hat so eine gewisse, man sagt im Amerikanischen wohl, Laid-Back-Stimmung. Der Film wirkt, also vermutlich haben die meisten Leute auch gekifft während der Dreharbeiten und so, und ich habe nie gekifft, ich bin sehr langweilig. Aber ich könnte mir vorstellen, dieser Film mit seinem ganzen, lassen wir uns mal hier so ein bisschen dorthin treiben und dorthin, kommt einem filmischen Joint recht nahe. Unvergessen der lustige Wasserball, der als der Exot herhalten soll. Also Darkstar gehört zumindest zu den Filmen von John Carpenter, die ich tatsächlich ganz gerne mag. Kann man gucken. Kommen wir jetzt zu den beiden, ja, im Grunde genommen schon fast Höhepunkten seines Schaffens. Also erstmal Assault on Precinct 13. Auf Deutsch damals als Das Ende gelaufen. Seine Variante von Rio Bravo. Ist ein toller Film. Ich habe ihn da, also, nee, der ist super. Also der ist toll. Ich weiß, alle mögen den Film. Ich habe ihn damals in einem Alter gesehen. Da war ich in meiner Hoch-Splatter-Phase. Und da war halt bedauerlicherweise ein Film, wo lauter Leute in einer Örtlichkeit verbringen und Leute von außen abwehren müssen. Ein bisschen langweilig. Ja, ich fand Assault on Precinct 13 damals eher öde. Bestimmt, wenn ich ihn heute sehen würde, fände ich den toll, aber es hat niemals eine wirkliche Zweitbeschauung gegeben. Also mir fällt gerade echt nicht ein, dass ich den Film irgendwann später nochmal willentlich gesehen habe. Und deswegen ist das von mir, also in meiner Erinnerung, der Film, ja, muss gut sein, aber hatte ich nie so ganz erreicht. Ist jetzt wahrscheinlich mein Fehler. Alle Welt liebt diesen Film. Ja, guckt ihn euch an. Danach allerdings, jetzt kommt Halloween. Unbekannter Film, riesengroßer Flop, hat man nie wieder was davon gehört. Nein, im Grunde, wenn Black Christmas der Opa des Slasher-Films ist, ist Halloween natürlich der Vater des modernen Slasher-Films. Dieser Film ist, er ist auch leider Opfer geworden meiner Hochsplatterphase. Als ich den das erste Mal geguckt habe, da waren über meinen Bildschirm schon diverse Freddys, Jasons etc. gelaufen und dann kommt Halloween, der den ganzen Kram erst etabliert hat und die Regeln in Stein gemeißelt und dann passiert in dem Film eigentlich nichts weiter, außer dass ein Typ in der weißen Maske drei Viertel des Films nur rumsteht und guckt. Und das ist halt Halloween. Heutzutage wissen wir natürlich alle, ein Meisterwerk des Suspense und der des effektiven Filmemachens, aber in meiner Jugendzeit, das war's. Sorry, in meiner Kinder- und Jugendzeit mochte ich Halloween 4 viel lieber. Anekdote zu Halloween 4 übrigens, da habe ich das erste Mal auf RTL gesehen, damals noch RTL Plus, und die Schweine haben damals, weil es nicht mehr in den Programmslot passte, haben die mal ganz lockerflockig das komplette Ende, wo, ich spoiler jetzt einfach mal, wo Jamie, die Nichte von Michael Myers, auf einmal zur Mörderin wird, haben die weggeschnitten. Der Film endet einfach im Nichts. Aber Halloween ist ein Meisterwerk, ansonsten hätte es nicht ein gesamtes Genre mehr oder minder begründet. Allerdings, ich habe den vor gut einem Jahr, als der letzte Halloween, also dieser Soft Reboot startete, da lief dann eine Doppelvorstellung. Und ich traue es mich kaum zu sagen, aber das gesamte Publikum hat sich eigentlich so ein bisschen amüsiert über Halloween. Also der Film, er ist gealtert und den heutigen Sehgewohnheiten, fürchte ich, entspricht er nicht mehr. Das soll jetzt keine Kritik sein. Ich gucke eine ganze Menge Filme, deren Sehgewohnheiten heute überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise entsprochen wird. Aber Halloween gehört tatsächlich zu den Filmen, die werde ich mir nicht jedes Jahr angucken, weil, ja, halt. Es ist halt Halloween. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Dann kam Someone's Watching Me. Und ich weiß, ich habe den Film mal gesehen. Ich hab keine Erinnerung mehr an das Ding. Nicht die geringste. Kann ich nichts mehr zu sagen. Dann hat er eine Elvis-Verfilmung gemacht mit Kurt Russell. Nie geguckt. Und dann kommt The Fog. Und jetzt setze ich mich hier komplett in die Nessel. Ich finde The Fog sterbenslangweilig. Der hat eine sehr schöne Stimmung, aber der Film ist kreuzöde. Bis da irgendwas passiert, vergeht eine Ewigkeit. Ich finde The Fog furchtbar. Ganz furchtbar. Von allen Filmen von John Carpenter, die ich vielleicht nochmal gucken würde wollen, gehört The Fog sowas von gar nicht dazu. Also, ich kann noch gar nichts weiter zu sagen. Fog ist, nein, mag ich einfach überhaupt gar nicht. Was ich allerdings mag, war dann der nächste Film. Escape from New York, aka in Deutschland Die Klapperschlange. So, Entschuldigung, jetzt hat sich hier gerade mein Mikrofon verrutscht, aber das macht ja den Charme dieses kleinen Solo-Krams hier aus. Da passiert sowas mal. Ja, Die Klapperschlange. Kurt Russell in seiner absoluten Paraderolle. Die Klapperschlange finde ich auch heute noch sehr gut, obwohl, und das ist, hat die auch so ein bisschen verdrängt, das ist mir erst wieder gewahr geworden, als Red Letter Media vor ein oder zwei Jahren den Film mal in, Gott, ich weiß nicht mehr, in welchem von ihren Formaten das gewesen ist, aber da haben sie den Film besprochen und für einen Actionfilm ist da verdammt wenig Action. Der Film ist echt pure Atmosphäre, pure Stimmung. Und das macht der Film absolut großartig. Also Die Klapperschlange, den Film, also wenn ich der und der gleich darauf folgende, das sind die beiden Filme von John Carpenter, die ich wirklich, wirklich mag. Die beiden Filme jederzeit immer mal gerne reinwerfen. Es ist schon verständlich, dass sie einen Großteil der italienischen Endzeitfilme entweder an Mad Max oder an diesem hier orientiert haben. An diesem Punkt eine große Empfehlung, Fireflash. Der Tag nach dem Ende von Sergio Martino. Das ist eine Art Mischung aus Die Klapperschlange und Schneewittchen und Die sieben Zwerge. Ist einfach mal gucken. Der Film ist wirklich schön gemacht, macht aus seinem Winz-Budget absolute Effektivität. Fireflash, der Tag nach dem Ende. Unbedingt gucken. Und unbedingt gucken solltet ihr dann auch The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt. Man muss sich alles zerquatschen. Das Ding ist ein Meisterwerk. Die Szene, wo alle im Raum versammelt sind und ihr Blut testen, ob einer von ihnen infiziert ist. Das ist absoluter Suspense. Ich habe den Film vor einiger Zeit mal allerdings mit einer Person geguckt, die halt modernes Kino mag. Die fand den Film bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Monster mehr oder minder durch die Körper hopst oder marodiert durch die Stationen rennt, langweilig. Schade drum. Großartige Effekte. Großartiger am großartigsten. Wir nehmen die letzte, also am großartigsten. The Thing ist am großartigsten. Kann man so sagen. So, ich guck mal ganz kurz auf die Zeit. Ja, wir sind mittlerweile schon bei 13,5 Minuten. Das ist gut. Wir kommen auch relativ flott durch. Ich habe eben mal gesagt, dass ich so eine halbe Stunde immer so ansteuere. Das kriegen wir hin. Steuern. Steuern ist ein gutes Stichwort. Was steuert man auch? Ein Auto. Und mit dieser absolut beschissenen Überleitung komme ich zu Christine. Einer Stephen King-Verfilmung. Mal gesehen. Ich finde das Buch doof. Ich fand den Film mittelmäßig. Und dabei bleiben wir. Mittelmäßiger Film. Danke. Starman. Nie geguckt. Big Trouble in Little China. Big Trouble in Little China ist ja so eine Art Kultfilm. Und ich habe den Ewigkeit nicht gesehen. Ich habe den das erste Mal vor 2,5 Jahren geguckt und fand ihn sogar ganz amüsant. Was ich bei dem Film ganz toll finde, ist tatsächlich eben die Hauptfigur von Kurt Russell. Ich finde super, wie er durch den Film stolziert und um ihn herum sind all diese Leute, die mit absoluter Selbstverständlichkeit von irgendwelchen mystischen Kram, von irgendwelchen Prophezeiungen quatschen und er ist mittendrin, hat keinen Schimmer, worum es da geht, kriegt ständig aufs Maul, aber kommt da trotzdem irgendwie durch den Film. Milde, amüsant, aber kein Meisterwerk. Dafür ist mir der Film, ja, er zerfasert so ein bisschen, er hat nicht so einen wirklichen Spannungsbogen für mich und, ja, aber zu einmal gucken,
ganz gut. Ich weiß, der Film ist in einigen Kreisen ein Kultfilm. Es sei ihm gegönnt. Er ist nett. Und wirklich ganz witzig zum einmal gucken. Prince of Darkness. Die Mächte der Finsternis. Ich weiß, ich habe den Film, als ich ihn damals geguckt habe, sehr gemocht. Und ich weiß, dass ich das Ende da, wo jemand, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, langsam an einen Spiegel ranfasst und man vorher noch eine Aufnahme von jemandem sieht. Ich fand das als Kind absolut spannend und das war eines der wenigen Enden, wo ich wirklich komplett gebannt vor dem Fernseher gesessen bin. Der Film selber ist für mich eigentlich das bessere, ich lehne mich weit aus dem Fenster, der bessere Assault on Precinct 13. Weil es ist eigentlich die gleiche Prämisse. Ein Haufen Leute sind in einer Kirche, in diesem Falle, mittendrin werden die Leute nach und nach von einem Dämon besessen und sie können nicht raus, weil draußen sind lauter Besessene, die ihnen den Ausweg versperren. Wenn ihr einen schönen Film zu Halloween sehen wollt, ich weiß nicht, ob der Film heute noch so gut wirkt, weil der Faktor Zeit und Zukunft spielt eine gewisse Rolle in diesem Werk und die Zukunft in diesem Film genannt wird, ist mittlerweile unsere Vergangenheit. Vielleicht ist der Film deswegen heute nicht mehr ganz so effektiv. Damals war er das und ich kann ihn echt empfehlen. Und jetzt kommen wir zu They Live, Sie Leben. Der Film, wo wir sehen, dass der gesamte Kapitalismus eine Erfindung von Außerirdischen ist. Ja, er hat ein hehres Anliegen, ist durchaus gut gemacht, man kann ihn echt gut weggucken. Ich finde allerdings die Art und Weise, wie er alles darstellt, relativ platt. Also er trägt sein Herz auf dem rechten Fleck, aber er ist halt einfach platt. Das ist das, was ich über diesen Film halt sagen kann. Gut gemeint ist oft leider nicht so wirklich gut gemacht. Aber danach kam dann die, um Gottes Willen, Memoirs of an Invisible Man, Erinnerungen eines Unsichtbaren. Ich denke mal, das war der Versuch von John Carpenter, im großen Blockbuster-Kino Fuß zu fassen und komplett daran zu scheitern. Ich habe das Ganze basiert auf einem Buch. Ich habe das Buch damals gelesen, fand es gut und habe dann den Film geschaut. Das ist der Versuch von Chevy Chase gewesen, aus seiner kompletten Komödienrolle so ein bisschen ins ernsthafte Fach rüber zu wechseln. Ist halt nicht gelungen. Der Film hat für damalige Zeiten recht gute Spezialeffekte, aber ist dutzendware. Man wird unsichtbar, wird von der Regierung gejagt, gut ist, läuft in den Bahnen, die man sich vorstellen kann, ist komplett überraschungsfrei. Ich würde ja zu gerne sagen, ja, kann man dann einfach regen Nachmittag mal weggucken, aber da gibt's heutzutage ganz einfach andere Sachen, die wahrscheinlich wesentlich zugänglicher sind für das heutige Publikum. Aber es gibt immer noch Fans von Chevy Chase. Bitte, guckt einfach mal rein. Danach dreht er Bodybags. Bodybags, da hat er auch die Hauptrolle drinne, im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Bodybags ist ein Episodenfilm im Stile von Creepshow oder von der Tales from the Crypt Serie. Er ist da ein Leichenbeschauer, ein Gerichtsmediziner im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, der zu drei Leichen eine Geschichte erzählt. War amüsant, in Deutschland damals sogar ungeschnitten, stand drauf, aber das war der Film dann eigentlich gar nicht, weil an einer Stelle wurde ein Standbild eingefügt, wenn John Carpenter an irgendeiner Stelle der Kopf aufgesägt wird, wenn ich mich entsinne. Die Geschichten selber sind Mittelmaß. Es gab in der alten Tales from the Crypt Fernsehserie bei weitem bessere Episoden. Creepshow ist wesentlich besser als dieser hier. Ich glaube, das hat er nur mal gemacht, weil er die EC-Comics seiner Kindheit abfeiern wollte und man was Ähnliches machen. Bodybags, also ich bin ein großer Fan von Episoden-Horrorfilmen, aber Bodybags ist jetzt kein Film, der mir jetzt in so wohliger Erinnerung geblieben ist. Wie bei so vielen Sachen, die ich auf dieser Liste mittlerweile schon abgearbeitet habe, er existiert, es ist schön, dass er existiert, aber würde er nicht existieren, wäre mein Leben jetzt nicht unbedingt ärmer. So. Und jetzt kommen wir zu dem Film, von dem ich fast sage, es ist der letzte wirklich, wirklich gute Film, den John Carpenter gemacht hat. In the Mouth of Madness. Die Mächte des Wahnsinns.
einer der wenigen John Carpenter-Filme, die ich tatsächlich zu ihrem Start im Kino gesehen habe. Genau, also welche Filme ich wirklich zur Zeit ihrer Entstehung im Kino gesehen habe, das waren eigentlich nur Besagter unsichtbarer Mann und Die Mächte des Wahnsinns. Ich habe zwar auch den später noch zu erklärenden Vampires gesehen, aber das war im Rahmen des Fantasy-Filmfests, deswegen habe ich den eher so ein bisschen außen vor. Ja, und den habe ich da gesehen und den mochte ich sehr gerne. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade in meiner Lovecraft-Phase und diese Stimmung bringt der Film ganz gut rüber. Und das ist auch eins von diesen Enden, wo ich war damals noch recht leicht und beeinflussbar und ich habe den Film im damals noch existenten Marmorhaus in Berlin gesehen. Ich war alleine in der Vorstellung, fand ich großartig. Der Film war ab 16, ich glaube, ich war noch gar keine 16, oder? Oder? Na, mal gucken. Doch, ich war schon. Ja, noch nicht mal eine tolle Anekdote kann ich jetzt hier bringen. Naja, was soll's. Tut mir leid, euch zu enttäuschen. Hervorragender Film. Sam Neill, immer gerne gesehen, auch eine der wenigen wirklich guten Sachen im Memoirs of an Invisible Man, da hat er auch mitgespielt. Hier spielt er einen Versicherungsdetektiv, der versucht, einen Autor zu finden, taucht dann in einer Stadt auf, die er eigentlich nur aus den Büchern des Autors kennt. Da sind dann dessen Schöpfung zum Leben erwacht und ganz offensichtlich geht es darum, dass die Welt ins Chaos gestürzt werden soll. Das Ende ist eins von diesen Enden, wo ich dann am Ende gedacht habe, wie gesagt, leicht und beeinflussbar, wenn ich jetzt rausgehe, steht die Welt eigentlich noch? Nee, ist ein sehr feiner Film. Sehr schöne Practical Effects, die auch sehr sparsam eingesetzt werden. Für Lovecraft-Fans ja auch ganz wichtig. Man sieht die, ich nenne sie jetzt einfach mal großen Alten, nicht so exzessiv, dass sie an Wirkung verlieren. Feines Filmchen. Danach sein Remake zu Village of the Damned, das Dorf der Verdammten. Ein weiterer Versuch, für irgendwas. Der Film ist immens blutleer und langweilig. Das Original habe ich eine relativ wohlige Erinnerung. Damals im Zuge vom dritten Programm. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber es gab damals im dritten Programm gab es eine Reihe, die hieß Das Gruselkabinett. Und bekannt geworden, in Erinnerung geblieben vor allen Dingen aufgrund des Vorspanns, wo eine Stimme so ein Gruselmanier sagte: Mumien. Monstren, Mutationen. Hinter einem Schlitz haben zwei Augen geguckt, die dann irgendwann irgendwann hat der Kopf, der zu diesen Augen gehört, angefangen zu schreien, die Tür öffnet sich und dann stand dahinter so ein niedlich aussehendes Monster. Und im Rahmen dieser Reihe wurden damals unzählige Gruselklassiker gezeigt, unter anderem halt auch Das Dorf der Verdammten. Das waren schöne Zeiten, diese Filme findet man heutzutage eigentlich nirgendwo mehr. Einer der Gründe, warum ich immer noch auf analoge Medien stehe, weil da kriegt man das noch. Ansonsten kann man sich Ewigkeiten in den Arsch absuchen, ob vielleicht irgendeiner das streamt. Mit viel Glück und Gottvertrauen findet man diese Werke oder die von Jack Arnold und was da alles damals noch so gelaufen ist. Aber ja, es sind halt die Zeiten. Sie sind vorbei. Das Remake von John Carpenter aber jedenfalls ist jetzt nichts, was man suchen müsste. Guckt das Original, das ist besser. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Viel sagen könnte man ja über Escape from L.A., Flucht aus L.A., die Fortsetzung zu Die Klapperschlange. Eigentlich nochmal der gleiche Film in L.A. Also im Großen und Ganzen Die Klapperschlange in Scheiße. Es ist sehr niedlich, dass Kurt Russell noch einmal Bock darauf gehabt hat. Es hätte bestimmt ein schöner Film werden können, wenn nicht irgendwann alle Leute gedacht haben, kommt Leute, das hat doch als hier keinen Sinn. Lass uns mal irgendwas runterdrehen, die Leute gucken das schon. Hat gar nicht mal so geklappt. Der Film ist in seinem Scheitern, Entschuldigung. Der Film ist in seinem Scheitern aber schon wieder sehenswert. Man kann es nicht anders sagen. Wenn man einen Film sehen will, der fulminant scheitert, Escape from L.A., Flucht aus L.A. An einer Stelle gibt es eine total beschissen getrickste Surfer-Szene mit CGI, das sich heute nicht mehr verstecken würde, weil es sowieso einfach nur gleich beschämt aus der Stadt flüchtet. Ja. Viel Spaß damit. Ist für einen bierseligen Abend echt geeignet zum Durchlachen. Was ja schade ist, weil eine
Eine Fortsetzung und die Klapperschlange hätte ich echt gerne gesehen. Kurt Russell funktioniert immer noch ganz großartig in dem Film. Er funktionierte heute ja noch ganz wunderbar, wenn er irgendwo auftaucht, jetzt meist bei Tarantino, in einem der Höhepunkte. Und auch hier ist er der Höhepunkt. Also man kann sagen, der Film ist scheiße, aber Kurt Russell ist cool. Guck den wegen Kurt Russell. Nur deswegen. Freut er sich. Stimmt. Er wird immer angerufen, wenn jemand Escape from L.A. guckt. Habe ich mir sagen lassen. Konnte es aber nicht verifizieren. Ja, und dann kommen wir jetzt schon zu John Carpenters Vampires mit dem damals noch coolen James Woods, der heutzutage ein rechtes Arschloch ist. Und der Film ist Fanservice. Man merkt, dass der Film in dem Sinne gedreht worden ist, dass er bei irgendwelchen bierseligen Leuten im Fernsehen oder da noch im Kino läuft, die freuen sich dann über die Westernstimmung und zwischendrin zerplatzen Vampire und die sagen, yeah, geil. Ansonsten ist der Film leider eher plump. Ich sag's einfach mal so, der Film ist plump. Wenn ihr euch allerdings, also wenn es euch einen Kick gibt, ungezählt zu sehen, wie Vampire in Flammen aufgehen, zerplatzen und hast nicht gesehen, ist das euer Film. Wie erwähnt, damals war James Woods auch noch cool, aber ansonsten ist Vampires ein weiterer dieser Filme, wo ich sage, sie existieren. Und dann ist im Grunde genommen eigentlich, man kann es echt schon sagen, meine ganze John Carpenter-Sache hier durch. Danach kam, ich sag schon, Ghosts of Mars. Der soll dem Vernehmen nach richtig scheiße sein, deswegen habe ich mir immer gedacht, muss ich mir nicht angucken und habe ich auch nicht getan. Er inszenierte dann noch zwei Episoden der Horrorreihe Masters of Horror, davon habe ich Cigarette Burns gesehen. Ich erinnere mich daran, dass Udo Kier am Ende seinen Darm in einen Filmprojektor reinlegt. Ansonsten erinnere ich mich null an irgendwas von diesem Film. Und, überhaupt, der Darm und Udo Kier, ich muss sagen, das ist, wann kam der Film raus? Sind Episode 2005. Wartet mal, da muss ich was gucken. Okay, also 2005 packt Udo Kier seinen Darm in einen Projektor. Und wann hat er denn in La Terza Madre mitgemacht? Warte, da muss ich jetzt gucken, weil ich habe das merkwürdig hier. Warte mal, das haben wir gleich. 2007, 3 Jahre später. Wenn ihr ein großes Udo Kier hat Spaß mit seinem Darm Double Feature haben wollt, dann guckt euch Cigarette Burns und danach The Mother of Tears von Dario Argento an. Ein fröhlicher Kackfilm, da wird er mit seinem eigenen Darm erwürgt. Muss man gesehen haben, um es zu glauben. Mother of Tears von Dario Argento, der dritte Teil seiner Muttertrilogie, also der dritte Teil nach Suspiria und Inferno, ist eher ein Film. Den muss man gucken, sonst glaubt man einem das gar nicht. Der Film ist derart bizarr, doof und blutrünstig. Man sitzt mit offenem Munde da. Er ist nicht gut, aber sehr obskur, schön doof und ach. Eine Anti-Empfehlung, aber unbedingt gucken. Ja, und dann kam Pro-Life, auch Masters of Horror, nicht gesehen. Und bislang sein letzter Filmeintrag ist The Ward. Wurde als so eine Art, leichtes Comeback von ihm gesehen, aber das war 2010. Seitdem hat er keine Filme mehr gedreht. Er tut heutzutage gerne mit seiner Band durch die Lande und führt die Musikstücke seiner Filme halt auf der großen Bühne auf. Das sei ihm gegönnt. Musik konnte der gute Mann ja auch immer machen. Das Halloween-Thema ist wohl mit das ikonischste, was man von ihm kennt. Und das war halt eigentlich schon das große John Carpenter-Special von mir. Ich komme jetzt schon zum Ende, obwohl ich noch nicht mal die Halbstundenmarke so wirklich erreicht habe. Ich sagte allerdings eingangs ja schon, John Carpenter gehört jetzt echt zu den Leuten, die ich schätze. Ihre Werke sind nicht schlecht, aber sie haben mir nie wirklich viel bedeutet. Ich bin aufgewachsen damit, dass John Carpenter existiert. Finde es schön, dass er existiert. Hätte er nicht existiert, hätte ich aber auch nichts vermisst. So ist es halt manchmal im Leben. Es ist bedauerlich, dass ihr euch, also wenn ihr jetzt mit der Erwartung rangegangen seid, oh, Donnerwetter, der gute Mann erzählt uns hier lauter Anekdoten über John Carpenter, es waren ja ein paar Anekdoten dabei, aber jetzt halt keine guten.
ist ja vielleicht eine Vernachlässigung gewesen meinerseits, ihn nicht mehr zu huldigen, aber so ist es halt. In diesem Sinne sage ich jetzt an dieser Stelle trotzdem danke fürs Zuhören. Bis die Tage und tschüss. Welcher Film ist richtig Dreck? Welcher ist so richtig tight? Diese Typen haben's gecheckt. Fachidioten mit zu viel Zeit. Egal ob geil oder anspruchslos. Sie haben's gesehen und jetzt geht's hier los. Mit Glotzkast. Alte Schinken und neue Blockbuster. Glotzkast. Hier kommen Experten, also mach Platz. Da Glotzkast.